Hallo Leute, herzlich willkommen auf Fettsack probiert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt euer Würstchen in der Hand, weil das werde ich heute brauchen. Heute, Leute, gibt es eine Currywurst Foodtour durch Hamburg. Ich liebe es, Alter, weil das wird einfach nur geil. Hoffentlich zumindest. Ich habe natürlich ein paar Läden rausgesucht, wo ich schon vielleicht mal war und weiß, okay, das könnte nicht schlecht werden. Allerdings natürlich auch ein paar Läden, die ich noch nicht kenne und eventuell empfehlen kann, beziehungsweise zum ersten Mal teste. Auf solchen Touren ist mir natürlich wichtig, Leute, euch auch Empfehlungen zu geben. Das heißt, wenn ich fresse, esse und alles Mögliche, sage ich euch, wie es ist. Ich packe natürlich alle Läden in die Beschreibung. Das heißt, wenn ihr in Hamburg sagt, ihr möchtet gut Currywurst essen, dann ist das Video hoffentlich perfekt für euch. Ich habe Bock aufs Video, ich habe Hunger, ich habe extra nichts gefrühstückt. Wir haben es gerade 13.43 Uhr. Und ich würde sagen, ich bin absolut bereit für eine leckere Wurst in meinem Mund. Allerdings ein Like würde ich auch noch nehmen, ne? Also, hat mir vorher mal rüberschieben, ne? Auf geht's. Fangen wir an mit der Currywurst-Tour. Der erste Laden, Leute, der erste Food-Hotspot, was Currywurst angeht, der wird euch absolut umhauen. Für mich persönlich ein absolut legendärer Laden, aber das liegt doch daran, dass ich teilweise als Kind schon damals da war. Und damals war der Vater noch am Grill. Ich weiß gar nicht, ob immer noch da ist, weil mittlerweile sein Sohn sogar da ist. Der wirklich, der hat die Würstchen von Sohn zu Sohn weitergegeben. Aber vor allem seine Mayo. Och, ich schwöre es euch, so lecker. Ich würde sogar sagen, das ist ein kleiner Geheimtipp in Hamburg, was Currywurst angeht. Neustädter Grill. Ich kann euch quasi mit Garantie und Fettsack-Siegel sagen, dass hier ihr eine unglaublich leckere Currywurst kriegen werdet. Dazu muss ich aber sagen, ich war seit dem eine Woche Currywurst-Video, was jetzt fast 2 Jahre her ist, nicht mehr hier. Von daher, ich hoffe, es ist immer noch so lecker. Ich könnte von diesem Mann so schwärmen, ne? Der hat doch ein unendlich geiles Preis-Leistungs-Verhältnis. 4 Euro für eine Currywurst ist heutzutage echt immer noch ein super geiler Preis. Dazu muss man sagen, ich habe mit diesem Mann, ne, also dem der Laden gehört, ich habe mit ihm noch nie ein Gespräch geführt, ne? Also nie irgendwie, außer halt das Mindeste. Aber ich hatte so unendlich Respekt vor dem, ne? Weil ich kenne den Laden schon so lange. Ich weiß ganz genau, damals lief es nicht. Also es wirklich, es war so ein paar Kunden, trotzdem hat er weiter durchgezogen. Mittlerweile, der Laden läuft richtig gut. Klar, da sind überall Büromitarbeiter, ne? Die gönnen sich ihr Mittagessen da. Aber der hat den Laden so von 0 auf 100 hochgezogen. Und das Geile ist, Qualität hat sich durchgesetzt bei ihm, weil es halt wirklich unendlich lecker ist. Und das möchte ich beweisen. Boah, hab ich Bock, Leute, euch das zu präsentieren. Ich hab zum Mitnehmen natürlich genommen, weil ihr wisst, im Tessie wird gegessen. Oh Mann, ich weiß, es hört so komisch an, aber der Typ, ne, wie die Currywurst da mit Leidenschaft seit 20 Jahren geschwungen wird, zack, Routine zwar alles, aber hier die Pommes da rein, macht dann die Wurst, zack, seine Soße drüber. Den Laden macht halt extrem viel aus. Es ist nicht nur die wunderbare Mayo, die wirklich, zwar wahrscheinlich ist Fett das Geheimnis hinter der Mayo, wahrscheinlich nimmt er dreimal Fett, aber die Mayo ist unendlich lecker. Aber heute geht's ums Genießen. Boah, also Leute, schaut euch an. Oh mein Gott, da ist sie. Die Mayo der Mayos. Ich schwöre es euch, seine Mayo, das ist nicht normal. Der hat so eine übergeile Mayo. Boah, was ist da drin? Was ist das für eine Mayo? Die schmeckt so pervers. Boah, ich liebe seine Mayo. Alter. Hier habt ihr die Currywurst. Ich glaube persönlich, sein Geheimnis ist, ich kann es mir vorstellen, dass er sich das wirklich von einem geilen Metzger liefern lässt. Dann natürlich schön die Mayo, keine Ahnung, vielleicht doppelt Fett oder sowas drin. Dann gleichzeitig aber auch seine Soße, weil das ist ja das Besondere bei einer Currywurst. Du kannst natürlich die geilste Wurst der Welt haben, aber es geht ja auch darum, wie schmeckt die ganze Soße. Also. Und dann auch sowas Geiles, das Curryartige von der Currywurst, aber gleichzeitig auch dieses lieblich Süße. Aber es ist halt so perfekt süß. Es ist natürlich, es hat diesen Süßfaktor, aber vielleicht auch nicht zu viel. Ist das lecker, also wirklich, ne? Das ist halt so ein geiler Laden. Ich liebe den einfach. Ich respektiere auch total die Arbeit dahinter, und den Aufbau da reingesteckt worden ist. Aber ich finde es total schön, dass da jemand ist, der es einfach gut macht, sage ich mal. Gleichzeitig an eine Qualität an den Start bringt, die einfach lecker ist zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Du zahlst das für die Wurst halt einzeln, die Pommes. Ich habe jetzt 7 Euro für alles gezahlt. Mit dieser geilen Mayo oder geilen Wurst, völlig in Ordnung für die heutige Zeit. Wie bewerte ich aber die Currywurst? Natürlich spielt auch viel Nostalgie damit zu, aber ich würde sagen, die einzelne Currywurst ist so eine 8,4. Gute Bewertung, aber eine ganz Kombination mit den leckeren Pommes, der Mayo. Also sagen wir, das ganze Menü in sich würde ich sogar eine 9 geben. Ich weiß, es ist sehr krass, aber es ist halt ultra lecker. Also alles in allem, wenn du die ganze Wurst nimmst, die Pommes, die Mayo, das ist so schlüssig ineinander. Das ist auf jeden Fall eine 9 dann. Aber einzeln 8,4. Trotzdem Hammerteil. Also Leute, Alter, ich leck mir die Finger. Das war so geil. Vielleicht bin ich auch, nein, ich wollte gerade sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen Fanboy, aber nein, das ist halt wirklich einfach ein guter Laden. Ich kann ihn wirklich nur wärmstens ans Herz legen, auch nach 2 Jahren, ach, nach 20 Jahren immer noch eine richtig geile Currywurst. Aber wichtig, nimmt diese Mayo und dippt eure Pommes rein. Und selbst wenn ihr sagt, ey, ich mag keine Mayo, Ketchup, scheiß drauf. Du wirst diese Mayo lieben lernen. Die ist wirklich der Hammer. Aber, ne, mal gucken, ob irgendeine Currywurst, die wir heute essen werden, mithalten kann. Mit dieser Currywurst quasi. Und zwar fahren wir jetzt in einem Laden, der heißt Kleine Pause. Nimm dir doch mal eine kleine Pause vom Alltag. Der Laden ist mitten auf der Reeperbahn. Und ich sag ganz ehrlich, auf der Reeperbahn gibt es viel Trash. Also das ist ja klar, ne? Weil die Leute sind besoffen, das heißt, es schmeckt gefühlt alles, was fettig ist, schmeckt einfach lecker. Also muss der Laden auf der Reeperbahn auch nicht unbedingt hundertprozentig geil abliefern, weil die Leute sich mit dem Mindesten quasi zufrieden geben. Aber Kleine Pause ist nicht nur super bewertet und super empfohlen bei ganz vielen Artikeln, sondern der Laden hat auch Beöffnungszeiten, die sind der absolute Knaller. 8 Uhr macht der Laden auf, da steht irgendeine Ingrid am Grill um 8 Uhr morgens schon. Bis 2 Uhr morgens. Digga, stell dir mal diese Schicht vor, das sind einfach 16, 18 Stunden Schicht.
chillig, Digga. Als ich damals Kellner war, hatte ich einmal eine 11-Stunden-Schicht. Digga, das war schon echt hardcore im Nachhinein. Ich hatte den Laden 11 Stunden lang für mich alleine. Ich weiß nicht, ob das legal war. Naja, ich wurde gut bezahlt. Aber. Oh mein Gott, Leute, der Laden ist hier links in der Ecke und das ist sehr geschichtsträchtig für mich. Vor allem dieser Spielplatz hier auf der Reeperbahn. Weil hier, oh Gott, man zieht das eigentlich online, das wird echt ein bisschen peinlich. Hier habe ich mal kurz gefasst einfach ein Mädchen kennengelernt. Da war ich in der 5. und 6. Klasse. Sie halt mit mir in der Klasse und sie hat da vorne gewohnt. Wahrscheinlich lebt sie da gar nicht mehr. Und ich weiß noch, die wollte was von mir nichts, aber wollte was von meinem besten Freund. Aber ich dachte, okay, ich krieg sie trotzdem irgendwie rum. Und wie kriege ich sie rum? Ich habe ihr so einen Brief geschickt mit meiner Liebeserklärung drin. Und 2 Euro. Ich weiß nicht, warum ich das Geld da reingelegt habe. Digga, das war richtig cringe, Mann. Also auf jeden Fall hat sie es nicht erwidert, sondern die 2 Euro ausgegeben für meinen besten Freund. Das war schon, das hat sehr weh getan. Hier ist der Laden, Leute. Kleine Pause. Gott, das passt auch so zur Reeperbahn. Ihr seht auch, da steht auch kleine Pause drauf. Oh, ich hoffe, die haben eine geile Currywurst. Ey, der Laden, ne, der hatte richtig Charme. Ich habe natürlich ein paar Aufnahmen gemacht, wo man noch sehen kann. Die gibt es seit 30 Jahren. Und wenn du da reingehst, diese Theke, diese Aufmachung einfach, diese älteren Frauen, 2 Frauen, die da sind und ihr ein leckeres Würstchen machen, man fühlt sich so, weiß ich nicht, wie soll ich es beschreiben? Es ist aber ein gutes Gefühl. Es ist ein schöner Vibe, der da transportiert wird, sage ich mal. Und du fühlst dich in dem Laden so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt, aber in eine gute Zeit. Ich finde es mal interessant, wie Currywurst so ein richtig so eingesessenes deutsches Produkt ist. Ich liebe es auf jeden Fall. Und vor allem muss ich auch sagen, ja, an meinem lieben Nicht-Schweineesser. Und ich wisst selber, ich darf nur heimlich Schwein essen, sonst erfährt man es mein Vater. Aber so eine Schweine-Currywurst, ey, ich gebe wenig schweinische Sachen, die ich mag. Oh, Currywurst ist es. Currywurst ist es. Lustigerweise Fun Fact. Currywurst war lange Zeit das beliebteste Fastfood in Deutschland. Mittlerweile ist es, ihr könnt sich alle denken, Döner. Aber Currywurst rangiert immer noch auf Platz 3 oder 2, ich weiß es gar nicht. Ich muss aber sagen, ich bin sehr, sehr heiß, nicht nur auf ihren Wurst, sondern es ist ja quasi eine Currywurst-Pommes-Tour. Und, oh, Digga. Ich weiß nicht, warum ich stehe auf längliche Currywürste. Also ich finde, eine längliche Currywurst ansprechender als so eine geschnittene Currywurst. Ich kann euch gar nicht sagen, woran es liegt. Ich bin aber sehr gespannt, nicht nur auf die Currywurst, sondern vor allem auch darauf. Alter, ich glaube, deren Pommes werden gestört gut. Die haben auch eine ganz sexuell anziehende Mayo gehabt. Also die Mayo war teilweise so... Oh, weißt du was? Schnauze. Wir probieren einfach mal. Einfach mal reingedipst. Voll interessant zu sehen. Die Pommes haben eine ganz andere, irgendwie so einen Geschmack einfach. Als die Pommes beim ersten, beim Neuschädel, die schmecken irgendwie ein bisschen härter, ein bisschen knuspriger. Die andere war ein bisschen weicher, das fand ich besser. Das hat besser zu Mayo gepasst. Das ist wirklich so eine leckere, wie so eine Schwimmbad-Mayo. Die Neuschädel-Mayo ist besser. Ich schwör's euch, ich weiß, dass er seine Mayo da reinmacht, ne, aber der spritzt da vielleicht rein, aber es mir scheißegal, schmeckt lecker. Aber auch lecker. Aber kommen wir zur Wurst. Weil darum sind wir ja hier. Wir machen eine Currywurst-Tour. Ich dipp mal ganz frech. Ich hoffe, ich kann es euch genüsslich zeigen. Ich nehme eine Wurst in meinen Mund. Ne, ich nehme diese Wurst. Hier, guck mal, die ist komplett unter Soße. Und die dipp ich in die Soße schön rein. Viel weicher. Nicht so bissfest leider. Aber die Soße ist nice. Also das Ding ist, eine Currywurst, habe ich ja schon gesagt, lebt auch sehr natürlich, vor allem eine Currywurst hat auch sehr, sehr viel davon, wie halt die Soße schmeckt. Ne? Man sieht richtig, wie glasig diese Soße ist. Da sieht man richtig, wie süß die ist. Also die ist genau das, was ich gerade bei der anderen meinte. Die Neustädter Grill, tut mir leid, das ist gerade mit meiner Vergleich, aber das kann ich euch gut aufzeigen. Für meine Neustädter war dieser süße Punkt. Es gibt so, sagen wir, drücken es Prozenten aus. Die Currywurst darf nicht über 20% süß sein als Beispiel. Dann ist die so 25-30%. Weißt du, so ein bisschen drüber. Macht sie trotzdem lecker, aber doch schon sehr süßlich einfach. Sonst aber lecker. Also eine Currywurst, die man empfehlen kann. Aber die Neustädter hat mich am meisten bis jetzt überzeugt. Dieser Currywurst gebe ich 7,4 Currywürstchen von 10. Ich glaube, das ist eine faire Bewertung. Das gebe ich. Und für das alles insgesamt habe ich jetzt 7,80 gezahlt. Mal gucken, was Laden 3 kann. Hilfe! Ich liebe diese Currywurst-Tour jetzt schon. Das macht unglaublich viel Spaß. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ich glaube, nicht jeder von euch verfolgt jetzt regelmäßig und guckt alle meine Zahlen an. Probiere ich natürlich auch, mich ein bisschen distanzieren von den ganzen Zahlen. Aber immer wieder, wenn ich auf anderen Accounts unterwegs bin, ich habe natürlich ein, zwei mehr YouTube-Accounts, weil ich muss ja natürlich mich selber supporten und meine Videos mal durchlaufen lassen. Aber da sehe ich auch zum Beispiel, dass das Currywurst-Video, vielleicht kennt ihr das von mir, wo ich eine Woche lang, also wirklich, ich habe nichts anderes gegessen außer Currywurst und Pommes. Das war so ein aufwendiges Video, Leute. Ich sage euch ehrlich, mir ging es so schlecht teilweise, weil nicht nur die ganze Zeit Currywurst essen war super, super anstrengend. Ich weiß auch, mein Gesicht hat sehr drunter gelitten. Also ich habe sehr viele Pickel als möglich bekommen, weil eine Currywurst durch den ganzen Frittierprozess und alles mögliche ist das quasi eigentlich nur Fett, Digga. Also nicht alles, aber ne, ich meine, es ist sehr viel Fett einfach, was du in dieser Wurst hast. Und versteh mich falsch, ich liebe Currywurst. Ich finde Currywurst super lecker. Aber es ist halt nicht geil für die Gesundheit so auf den Dauer gesehen, wenn es nur als Ernährung ist. Und bei dem Video, Leute, bin ich von Berlin. Ich verlinke euch das hier oben mal, falls ihr euch angucken wollt, klickt einfach aufs i. Da bin ich von Berlin, also vom Osten in den Westen gefahren, nach Bochum. Also einmal quer durch Deutschland so. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie kacke das ist. Du fährst da irgendwie 6-7 Stunden, der ja völlig benebelt. Hoch nach Hamburg, nach Buxtehude. Also es war wirklich ein unendlich aufwendiges Video. Und es ist immer so interessant zu beobachten, dass solche Videos dann im Nachhinein plötzlich, ich sehe so plötzlich fast 1 Million Klicks. Mittlerweile in unter 2 Jahren 1 Million Klicks ist halt geisteskrank. Auf YouTube, Leute, durch diese ganze TikTok-Sache liebt man ein bisschen das Gefühl dafür. Aber auf YouTube 1 Million Klicks ist unendlich krass. Also wirklich, das ist unendlich wild. Was eine scheiß Jugendsprache. Wild. Wild. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr geil. Dafür bin ich unendlich dankbar. Also falls du das Video schon geschaut hast oder 1000 Mal geschaut hast, danke dafür. Ja, aber jetzt
geht's weiter zu einem dritten Laden. Ich bin mal gespannt, was der kann. Von dem habe ich auch schon wieder super viel gehört. Und ich glaube, der ist auch schon wieder steinalt. Da vorne ist es, Leute. Unser dritter Foodhot-Spot für heute. Eppendorfer Grillhaus. Und ihr seht schon das fette Imbiss davor. Ich spüre quasi extrem viel Geschichte jetzt schon im Laden, ohne drin gewesen zu sein. Es ist alles so... Ich habe keinen Begriff dafür. Ich weiß nicht, ob urig ein Begriff dafür ist. Wow, ihr seid besoffen? Warum fallt ihr hin? Yo. Meine, kommt zurück. Ja, da seid ihr doch. Es ist alles so deutsche Hausmannskost, würde ich es beschreiben. Aber in so einem Oldschool-Feeling, wo da so eine Frau sitzt, die ist wahrscheinlich 90 gewesen. Ich habe auch ein paar Aufnahmen vom Laden gemacht. Und die isst da wahrscheinlich jeden Tag ihren Mittagstisch und es ist einfach nur so herrlich. Es ist einfach nur schön, das zu sehen alles. Gleichzeitig fand ich aber auch cool, ich habe was abgefilmt. Und zwar gab es da von Klitschko war anscheinend schon mal da und Uwe Seeler und so. Also der Laden ist halt auch wieder überkrank alt. Ach, das ist einfach cool. Ich weiß nicht warum, ich habe echt so ein bisschen, ich weiß gar nicht warum, was für Gefühle da mir ausgelöst hat. Aber irgendwie, ich finde es einfach schön, sowas zu sehen. So, dass sich das auch über Jahre hält. Auch jetzt durch die Corona-Zeit, Inflationszeit, trotzdem läuft. Apropos Inflation. Ich habe jetzt dafür 7,60 Euro gezahlt. Also die Currywurstpreise gehen eigentlich, sage ich mal so. Du kriegst da schon eine ordentliche Mahlzeit für einen halbwegs nochmal anständigen Preis. Ne? Klar, früher, aber ich finde 7 Euro echt klein. Einziges Blöde ist, ich hatte jetzt bei jedem immer so ein bisschen Besteck. Ihr habt gemerkt, ich habe probiert mich zu benehmen und nicht mit Hand zu essen. Jetzt wird es nicht anders gehen, weil ich halt einfach kein Besteck habe. Also ich zeige euch die Currywurst. Habt ihr sie? Ne? Lecker schmeckt. Ist leider wieder geschnitten. Ich rieche bis hier oben rieche ich hin, dass diese Currywurst süß ist. Mal gucken, wie süß. Pommes Mayo Test machen wir zuerst. Das ist nicht schlecht. Es ist aber auch eine Standard-Mayo. Nein, Standard übertrieben. Es ist eine Mayo mit einem leicht eigenen Charme. Und die schmeckt ganz leicht, wie die von Neustädter Grill. Aber Neustädter Grill hat immer noch die beste Mayo. Ich schwöre es euch, die ist so lecker bei dem. Mal gucken, was die Wurst kann. Wurst wurde gerade frisch in die Fritteuse gehauen. Lecker mit der Currysoße. Boah, nochmal so eine ganz eigene Süße. Ich muss sagen, hier ist die Soße leider ein bisschen flüssiger als bei den anderen beiden. Die anderen beiden waren ein bisschen fester. Finde ich auch besser, sage ich ehrlich. Ich finde dieses zu flüssig auch nicht gut. Hier allerdings ist die Wurst viel bissfester als zum Beispiel beim Kleine Pause denn. Von der Soße her finde ich es bis jetzt sogar am schwächsten von allen dreien, weil einfach der Soße so ein bisschen der Pep fehlt. So ein bisschen dieses Boom. Es ist einfach nur so ein bisschen so, es ist sehr flüssig, gleichzeitig aber auch leider nicht so extrem stark vom Geschmack her. Und einfach so, ja, ist lecker, ja, okay. Was gebe ich den Currywurst in den Pommes? Weil ehrlich, da gebe ich so eine 7. Eine glatte 7. Ich würde sagen, es ist fair. Mit einer 7, glaube ich, fahre ich ganz gut. 7 von 10 Würstchen. Bin mal gespannt, ob der vierte vielleicht noch alles umkrempeln kann, was unsere Rankliste angeht. Ich will aber die Läden auch ein bisschen in Schutz nehmen, ne? Ich bewerte heute auch nur die Currywurst mit Pommes und die Mayo. Es kann ja auch sein, dass deren anderen Gerichte, ihr wisst schon, die verkaufen sie auf Frikadellen, Schnitzel habt ihr ja gesehen und so weiter und so fort, dass das vielleicht noch vielleicht geiler wieder ist. Und zu unserer nächsten Station, Leute, seht ihr ja, ich bin extra aus dem Tessie ausgestiegen, obwohl hier eine extrem dicke, fette Baustelle ist, weil wir müssen mitten in die Innenstadt und da einen Parkplatz finden wäre absoluter Quatsch. Wir gehen jetzt zu Mögrill. Was ist so besonders an diesem Laden? Also nicht nur, dass es den wieder, wie alle anderen Läden heute, gefühlt seit der Gründung von Hamburg steht er schon da. Also seit ich ein Kind war, bin ich 100.000 Mal an diesem Laden vorbeigegangen. Er hat auch irgendwie 5.000 Bewertungen oder so. Also den gibt schon wirklich super lang. Wir verkaufen halt alles, was um Wurst sich quasi dreht. Und dank euch teste ich jetzt endlich mal Mögrill. Mal gucken, ob es wirklich wert ist, dass schon so lange da stehen darf. Mögrill, da habt ihr, selbst wenn ihr aus Hamburg kommt oder selbst wenn ihr mal Touri gewesen seid, ist halt wirklich mitten in der Innenstadt. Vielleicht seid ihr schon mal dran vorbeigegangen oder habt mal einen Besuch in Hamburg den Laden mal gesehen. Ich bin echt gespannt auf die Wurst. Es war nur eine Frage der Zeit, Leute. Dass ich auch meine weiße Jogginghose wirklich schaffe, Curry zu machen. Mann, ich dachte, ich schaffe sauber zu bleiben. Ich hoffe, es ist ein Laden, der nicht nur vom Standort lebt, weil die Currywurst an sich, also sie hat nicht wie bei den anderen so einen starken, prägsamen, süßen Geruch. Ich habe auch keine Pommes dazu bekommen, obwohl ich weiß gar nicht, ob man bestellen konnte. Ich habe einfach ein Brötchen bekommen. Ich habe 4,90 gezahlt. Das ist bis jetzt die teuerste Currywurst von allen. Alle waren unter ungefähr 4, 4,50, die Woche ist 4,90. Kann natürlich auch am Standort liegen. Sehr weiche Wurst. Ich finde, es schmeckt wie so eine richtig typische Currywurst. Ich weiß nicht, warum da so ein bisschen Senf dran ist. Finde ich ein bisschen gruselig, das einfach reinzubeißen, weil da einfach so ein kleines Stück Senf ist. Muss auch sagen, 4,50 mit Brötchen. Bei den anderen habe ich Pommes immer extra zahlen müssen. Was macht die Wurst? Was macht die Wurst in meinem Mund? In meinem Mund macht sie nicht viel, leider. Ich muss sogar sagen, ich finde es sogar die schwächste Wurst heute. Nur wursttechnisch schmeckt es einfach in Ordnung, hat einen leckeren, ist nicht zu weich. Aber eins der Würstchen heute hat auch einen besseren Knack als die. Dann muss man sagen, es schmeckt halt wirklich wie so eine Wurst, die du quasi überall kriegen kannst. Also vielleicht kennt ihr das, ihr seid auf einem, ich will nicht sagen Festival, weil da war ich selber noch nicht. Aber halt so ein irgendwo random halt einfach, so irgendein Fest und da ist ein Foodtruck und ihr geht da hin und die verkaufen irgendwie gefühlt alles. Natürlich auch Currywurst und dann gehst du hin und sagst eine Currywurst. So schmeckt's. So quasi wie so eine nette Wurst nebenbei. So, du isst sie und wirst sagen, hey, ne, Schatz, war nicht schlecht, ist okay, ne. Aber du wirst nicht sagen, ey, Digi, Geheimtipp Mögrill hier in Möckebergstraße. Da fand ich auf jeden Fall Neustädter Grill am allerbesten heute. Der hatte alles, das war ein komplettes geiles Komplettpaket. Einmalige Mayo, gleichzeitig eine geile Wurst, geile Pommes, alles in Kombo, super. Auch der Eppendorfer Grill, klar, der hat einen eigenen Charme, sag ich mal. Aber trotzdem noch eine bessere Wurst als die hier. Und auch von der Soße halt alles herzen, ein bisschen anders geschmeckt. Hier schmeckt irgendwie alles so fabrikartig irgendwie so ein bisschen. Das meine ich gar nicht so abwertend, sondern irgendwie so ein bisschen lieblos. Von daher als Gewinner in diesem Video geht auch für Neustädter Grill raus. Kann ich absolut im Herzen immer noch empfehlen nach all den Jahren. Und trotzdem fand ich, das war eine unglaublich geile
Currywurst-Tour. Als ihr noch mehr Foodtour von mir sehen wollt, dann klickt einfach hier, zack, zack, zack. Da gibt es die nächsten Touren für euch oder andere Videos, wo ich Sachen getestet habe. Wieder ein sehr geiles Video auf Fetzer probiert. Lasst super gerne ein Like da, ein Abo auf den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.